Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Dead Staffel 5 und ich habe etwas weitergebaut. Ich habe das erste Haus beendet und nochmal ein komplett neues Haus gebaut mit einer Sache, die ich noch nie in meinem Leben gebaut habe. Boom. Hier ist das neue Haus mit so einem Turm dran, ne? Also, wir gucken erstmal hier das neue Haus an. Halt so Haus mit Turm, sag ich mal, ne? Von drinnen relativ normal, halt zweite Etage, relativ normal, sag ich mal, aber mit einem Turm, mit verschiedenen Texturen, also mit normalem Stein und Steinziegel, also auch wirklich very beautiful, ne? Und halt hier oben so ein bisschen, ne? Und hier halt der Ausblick. Leider ist die Welt, oder ich glaube die Welt, also die Welt ist ein bisschen blöd, deswegen ist die Renderdistanz, die Renderdistanz so komisch. Aber Real Talk, oh, Alter, diese Mondstrahlen sehen geil aus, also wirklich, wow. Ne? Aber ich finde das Haus vollkommen okay. Und, also wie gesagt, leider ist die Renderdistanz so niedrig. Ich denke mal wegen dem Texture Pack, nee, wegen der Welt irgendwie. Die Welt ist irgendwie so geladen worden, also bei dem Minecraft-Server, also der Server ist so geladen, dass halt die Renderdistanz relativ niedrig ist. Ja, aber jetzt gehen wir zum Förster Haus. Ich habe nämlich hier so eine Art Holzlager gebaut, halt ein bisschen Holz und dann hier ein paar Holzstämme und halt hier, ne, von außen relativ entspannt, sag ich mal, von innen die Treppe halt hoch und halt sogar so ein schönes Fenster eingebaut. Ja, warum nicht, ne? Oh, Voice Crack. Und ich habe hier ein bisschen ein Tor, ich habe hier ein Tor gebaut, so Punkt aus Ende. Um halt hier diese ganzen Mobs aufzuhalten, ne? Und wirklich der Mod mit den Bäumen abbauen ist so eine Erleichterung, wirklich, weil hier bam 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 bam. Uiuiui. A lot of wood. Alter, das ist wirklich also wirklich eine Erleichterung schlechthin. Ein Creeper, ich wusste es. Ich hab's irgendwie gespürt. Ein Creeper, Alter, wirklich. Hier, komm. Hau ab, du Vogel. Hau ab. Hau ab. Punkt. Warte mal. Gunpowder brauchen wir nicht. Ich brauche ja die Saplings. Genau hier. Das heißt, hier einen Baum hinbauen. Und ja. Nö. Oh, am besten wäre noch ein Sapling. Bitte. Ah. Perfekt. Und hier habe ich halt ein bisschen terraformt. Man sehe hier halt, ne, um halt da vorne weiter zu Terraform und so weiter, ne? Ja, aber dann erstmal gehen wir nach Hause schlafen. Home. Haus. Boom. Genau. Ah, ne. Fehler von mir. Moment. Home. Bunker. Ne? Here we are. Also Real Talk, das Texture Pack ist so beautiful. Also richtig wunderschön. Klar sacken die FPS teilweise ein bisschen. Jetzt gerade haben wir, wobei eigentlich 51, 48, halt so zwischen 45 und 60 FPS. Plus Aufnahme, ich denke mal ohne Aufnahme halt so die ein und anderen FPS mehr, aber dennoch völlig in Ordnung zu spielen. Und bei Tag 11. Ja, okay. Wow. Also ohne Texture Pack halt mit aufnehmen. Trotzdem haben wir da die... Warte mal. Muss aus. Jetzt haben wir nämlich 98, 92, 80, 83, 82, 80. Ja, halt mit, ohne, und ohne aufnehmen halt circa bis zu 112 FPS teilweise. Also wirklich schon hardcore. Aber hier, sagen wir, wir mopsen uns ein paar Heuballen, um mal ein bisschen ein paar Brote zu craften wieder. Ich müsste langsam wieder mal ein bisschen Weizenfarmen wieder gehen. Also langsam ist der Speicher, ja, wobei, also nicht langsam, aber ich glaube, ein paar Wochen ist auch alles leer, wenn ich nicht mehr nach Farmen gehe, heißt das so? Halt wieder Farmen gehe. So, aber
Ja, by the way, ich bin heute um 5 aufgestanden, weil mein Bruder war ja im Krankenhaus gewesen wegen der Verbrennung für 6 Tage und ist halt vorgestern wieder da, also für euch jetzt vor 3 Tagen, für mich vor 2 Tagen. Und heute war halt, mussten wir nach Hamburg fahren. Das sind circa 2,5 Stunden Autofahrt dahin wegen einem Verbandwechsel. Also wir müssen dahin, um den da zu wechseln. Keine Ahnung wieso, aber wir müssen dahin einfach. Und deswegen halt sind wir um 6 losgefahren, waren um 9 da gewesen. Und sind wir 9:50 Uhr gefahren. Also ich hätte einen Aufenthalt von 50 Minuten circa. Und ich war am Penny gewesen und es war wirklich irgendwie, Hamburg ist anders. Also allgemeine Großstadt ist anders und allgemein das ganze Feeling da. Überall Ausländer, also wirklich, also ich bin kein Rassist, aber wirklich, wie gesagt, sehr viele Ausländer, weil ich komme vom Dorf, also ich komme vom Dorf aus dem Osten, von der Ostsee und Hamburg ist halt Nordsee. Ne? Aber egal. Und die waren zu Hause gewesen um 13 Uhr und dann war ich so knülle gewesen, wirklich. Wir waren es aber bei Meckes gewesen und so, also als Highlight, ne? Aber trotzdem, weiß ich nicht. So. Aber an sich ist das schön. Freitag muss meine Mom wieder hinfahren. Da muss sie zu Hause bleiben, also zur Schule gehen. Aber sie meinte, nächste Woche kann ich wieder mitkommen dahin. Oh. Ach, fuck. Also, ja. So, jetzt ist die Frage, was bauen wir jetzt hier hin? Wir könnten erst zubauen, theoretisch, oder ein paar Weizenfelder hinbauen. Einfach als Deko. Sagen, wir bauen ein Haus noch hier hin, so schräg. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich bin da relativ planlos. So, drei. Nee. Machen wir bei vier. Also hier will ich halt so diese Art von Häuser bauen auf jeden Fall. Und warte mal, ich glaube, die FPS hacken gerade richtig rein, kann das sein? 45, 48. 46. Warum sind gerade die FPS so? Naja. Egal. Oh, ne, kein Screenshot. wow. Ne, aber so, das ist ein bisschen zu groß. Ich will ein bisschen normal bleiben halt, ne? Weil große Häuser zu bauen ist wirklich, oh, weiß ich nicht. Selbst in Kreativ, oh, ist das sehr langweilig nach einer Zeit und naja, ne? Die Sachen halt. Aber ich sehe gerade, das wäre ein bisschen zu viereckig. Na komm, sind wir mal nicht so größenwahnsinnig und bauen so ein Haus, würde ich sagen. Klein, aber fein. Ich versuche wieder ein bisschen schön zu bauen. So, genau. Aber mal gucken. Also ich bin allgemein ein Fan von Häusern, die aus Stein und Fichtenholz sind. Ich weiß nicht, es ist halt irgendwie. Es sieht sehr stylisch aus. Sehr passend und sehr. Auch vom Kontrast sehr angenehm. Ja. Sagen, der Eingang kommt hier hin. Den machen wir mal aus Steinstufen. Ich meine, wer hat, der hat. Von daher. So halt, ne? Klein, aber fein. Zwar großer Eingang auf, also großer, ne, Tür, allerdings, hä? Genau. Egal. Der Boden kommt. Machen wir mal aus Fichtenholz. Die anderen Häuser sind zwar vom Boden her Birke oder Eiche. Aber jetzt bauen wir wirklich nur ein Haus aus Eichenholz. Jetzt bauen wir ein Haus nur aus Fichtenholz und Stein. Ja. So, vier. So. Perfekt. Und by the way, die dritte Schulwoche ist auch fast vorbei schon wieder. Also morgen ist Donnerstag. Also heute für euch ist Donnerstag. Für mich ist gerade Mittwochsabend. Mittwochsabend. Heißt das so? Keine Ahnung. Aber halt, ne? Wie gesagt, die Zeit wirklich ist am Rennen und. Ich habe Angst vor Mathe einfach. Mathe ist wirklich mein Hassthema. Egal wie viel ich lerne, es wird nie mehr als eine 4. Nie. Wenn, schreibe ich mal in der TÜ eine 3.
Oder eine 2 fast. Aber TÜ ist halt so. Nach 3 TÜs wird halt die Note zusammengerechnet. Das heißt, wenn du zum Beispiel so 2 Dreien und eine 4 hast, bekommst du als Note halt eine 3. Wenn du aber jetzt eine 4, eine 3 oder 2 hast, glaube ich, wäre das trotzdem 3. Aber naja, ne? Deswegen ist es wirklich, Mathe ist so für andere so einfach und für mich die pure Qual. Weil ich kann mir diesen scheiß Rechenweg nie, wirklich nie merken. Egal, beim Spicken ist es so, ja, okay. Aber dann denke ich so, oh, das wird ja bestimmt eine gute Arbeit. Denn gegen Ende sehe ich dann so Fehler, die ich da übersehen habe und denke so, scheiße. Spicken hat geholfen, also hat wesentlich Schlimmeres verhindert, meine ich so. Aber naja, ist das wirklich so teilweise sehr, ne? Und ich wusste noch einmal das Schuljahr, wo ich mich da so scheiße gefühlt habe, weil alle anderen, selbst der Klassenclown, hat es gecheckt. Und ich saß dann im Unterricht, denk so, Suizid? Naja, vielleicht. Nein, Spaß, also. Ich habe mich halt wirklich scheiße gefühlt wegen Mathe und so. Aber da muss man durch. Leider. Und holy moly, verspeist das Haus gerade viel Holz. Ich glaube, wir haben schon jetzt zwei Stacks Fichte reingebuttert. Also zwei Stacks Stämme. Zwei Stacks Fichtenstämme. Aber naja, gut. Gut. How long we aufnehmen now? 11 Minuten. Oh, gute Zeit. So. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Tag, lasst gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge und ciao.